So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal vorab, ich feiere es mega, dass ihr auf unsere Idee mit dem Treffen so anspringt. Eigentlich durchweg nur positive Kommentare. Ich finde es auch richtig cool, dass ihr alle die anderen auffordert, vernünftig zu sein, damit so eine Chance nicht wieder kaputt gemacht wird. Und ich denke, es wird auf jeden Fall ein geiles Treffen am Freitag. Also Freitag, 18 Uhr, Messegelände. Macht's nicht kaputt, könnte geil werden. Heute sind wir allerdings hier wieder in Hilbsen bei NG Motorsports. Es geht weiter mit unserem VR6-Kopf. Jetzt kurz einmal ausschweifen. Wir blenden jetzt gleich erstmal eine Szene ein, die ist schon ein bisschen älter, weil an dieser Emco-Maschine, wo hier Führung und Sitze hergestellt werden, müssen leider diverse, ich sag jetzt mal, Anpassungsarbeiten immer vorgenommen werden. Man nennt es Rüstzeiten, damit halt Führungen oder Sitze hergestellt werden können. Und um das Ganze für euch natürlich möglichst kompakt immer zu filmen, haben wir das vorab schon mal gedreht. Und heute ist die Maschine wieder auf Sitzringe gerüstet. Das heißt, ihr seht jetzt erstmal kurz, wie wir damals die Führung gemacht haben. Und dann geht es weiter mit den Sitzen. Und jetzt kommt Renke ins Spiel. Hallo. Der macht uns nämlich die neuen Ventilführung. Diese werden auch, wie Tim gerade schon erklärt hat, hausintern hier gemacht, an genau dieser roten Maschine. Das ist eine Drehbank. Das ist eine Emco CNC-Drehbank. Mhm. Wie fangen wir an? Also Tim hat gerade schon so ein bisschen Vor- und Nachteile, beziehungsweise eigentlich nur Vorteile von diesen ganzen Ventilführungen, von der Legierung und so weiter erklärt. Ja. Auf dem Stand sind wir jetzt schon. Jetzt geht es rein um die Fertigung dieser Führung. Okay, wir haben ja jetzt die Ventilführung aus dem Kopf rausgemacht. Haben jetzt hier die alten Ventilführungen und wir wollen jetzt für diesen Kopf neue Ventilführungen herstellen und messen dafür als erstes mal die Grundbohrung. Ich gehe einmal kurz auf alte und neue Ventilführungen. Ist das eine neue, wie sie ungefähr hier reinkommt? Das ist jetzt für VR6 eine von uns gefertigte neue Ventilführung, die wir hier auf der Maschine jetzt gerade schon gedreht haben. Okay, dann sind wir jetzt hier auf jeden Fall bei einem Punkt, wo man schon ziemlich deutlich auch später einen Vorher-Nachher-Unterschied sieht. Hier ist jetzt gerade noch die Schaftabdichtung drauf, die müsst ihr euch wegdenken. Aber man sieht halt schon, dass der Schaft an sich deutlich filigraner, genau, kleiner ist. Wir fertigen halt die Ventilführung auch demnach strömungsgünstig für das passende Ventil. Also ich habe jetzt hier auch mal ein 7mm Ventil für den VR6 in der Hand. Man hätte jetzt hier schon den Unterschied sehen können. Ja. Ist das jetzt Einlass- und Auslassführung immer gleich? Nee, wir haben im Auslass haben wir eine längere, auch ein bisschen dickere Führung. Mhm. Da hätten wir jetzt hier... Das können wir mal daneben legen. Auch wieder ein typischer Vorteil durch diese hausinterne Führungsfertigung. Ihr könnt wirklich individuell die Führung machen, wie ihr wollt. Auslassführung ist ein bisschen dicker, genau, und ein bisschen länger. Wahrscheinlich, weil Auslassventil steht logischerweise im heißen Abgasstrom und muss somit mehr Wärme, richtig, abgeben. Wir haben halt auch die Möglichkeit, selbst wenn jetzt beim Ventilführung entfernen an der Grundbohrung was beschädigt wäre, könnten wir auf der Fünfachsfräse eine neue Bohrung herstellen und könnten dann passend bei uns hier Übermaßventilführung herstellen. Das heißt, ihr seid einfach in den internen Abläufen viel, viel, viel einfacher, ja, und könnt wirklich individuell für jeden Kopf immer schnell was machen. Genau, richtig. Wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich will nicht 7 mm fahren, sondern 6 mm oder 8 mm, das ist überhaupt kein Problem. Wird es auch einfach andere Führungen geben, ne? Richtig. Cool. Okay, das heißt, als erstes machen wir Führung raus, sind Führung sie schon? Führung raus, sind sie. Jetzt würde ich sagen, messen wir einmal hier die Bohrung. Ah, die Uhr hattest du genullt auf 12 mm. Genau, die steht jetzt auf 12 mm und wir haben jetzt demnach 12,05 mm. Standardmaß oder brauchen wir jetzt hier auch schon eine Speziallösung? Das ist jetzt noch Standardmaß, die Bohrung ist nicht beschädigt worden. Das heißt, wir können jetzt ganz normal eine Standardventilführung fertigen. So, das ist unser Heat-2-Material, das Spezial-Spezial-Material. Das steckt da jetzt schon in Stangenform drin. Genau, wir haben in der Maschine die Möglichkeit, ungefähr 1 Meter von dem Material einzuspannen, und können dann im Automatikmodus beliebig viele Führungen davon drehen. Wir haben hier Drehbank, die aber CNC ist, mit verschiedenen Werkzeugen drin. Genau, wir haben jetzt für unseren Anwendungsfall, wir machen eigentlich nur Ventilführungen und Sitzringe auf der Maschine, haben wir jetzt dafür dementsprechend spezielle Werkzeuge eingerüstet und sind so können so halt relativ kurzfristig verschiedene Ventilführungen und Sitzringe auf der Maschine hier drehen. Das heißt, das macht ihr aber vollautomatisch. Knopf drücken und am Ende fällt die Führung raus. Es muss schon noch jemand davor stehen, muss das Programm vorher schreiben, muss den Außendurchmesser eingeben, muss das Ganze kontrollieren, aber das Drehen an sich funktioniert vollautomatisch. Mhm. Okay. Wie lange braucht eine Führung ungefähr? Es ist unterschiedlich. Wenn es was ganz Einfaches ist, kann es sein, dass einmal eine Minute dauert. Wenn es was Kompliziertes ist, kann es auch mal sein, dass es 5 Minuten dauert. Also es ist immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall. Aber ich sehe, es wird auf jeden Fall sowohl gedreht, gebohrt,
sind einige Schritte, bis die Führung da wirklich rausfällt. Ich kann dir das mal zeigen hier an der Simulation. Ja, Simulation klingt auf jeden Fall schon mal perfekt, weil wir haben ja bei den Maschinen immer das Problem, überall, wo Öl und so weiter spritzt, das Ganze zu zeigen. Okay, man sieht schon mal, die gelbe Kontur ist unsere fertige Führung. Genau, ne? Wir haben hier das Graue ist das Rohmaterial, unser Heat 2, was wir jetzt eingespannt haben in die Spindel. Ich jetzt mal hier anfange auf Start zu drücken, sieht man jetzt gleich, dass er als erstes vorne die Fläche plant. Dass wir auch gleich zum Bohren wirklich eine Planfläche haben. Jetzt fängt er an, die Außenkontur mit dem Schrubbstahl vorzuschrubben. Ist das jetzt, ich sag jetzt mal, Live-Geschwindigkeit, wie er es auch bearbeiten würde? Ja, es ist ein bisschen langsamer sogar fast. Ein bisschen langsamer, okay. Okay, jetzt an die Zuschauer nochmal. Nicht wundern, dass oben und unten gleichzeitig Material abgenommen wird. Das ist halt die Drehbank. Dieses Werkstück dreht sich. Somit, wenn man an einer Stelle was wegnimmt, ist es natürlich unten auch. Jetzt schlichtet er nochmal, also wir lassen nach dem Schrubben, also nach dem ersten Materialabtragen, lassen wir ein gewisses Schlichtaufmaß, was immer so im Bereich von einem Zehntel ungefähr liegt, um halt wirklich die Oberflächengüte halt dementsprechend herzustellen. Das heißt, er fährt jetzt noch einmal mit einem anderen Werkzeug rüber. Dann machen wir hinten für die Ventilschaftdichtung machen wir Einstiche, dass die Ventilschaftdichtung entsprechend hält. Bohren einmal an in der Planfläche, bohren dann anschließend unsere Bohrung und stechen die Ventilführung ab und sind dann auch schon fertig. Cool. Jetzt kann man sich das auch nochmal... Es sieht jetzt, die Simulation hier ist nicht perfekt. Also sie sieht ein bisschen anders aus, wenn sie fertig ist. Aber man hat schon mal so eine grobe Vorstellung, wie das Ganze dann am Ende aussehen soll. Perfekt. Ja, dann schmeiß mal an die Kiste. Machen wir. So, machen wir einmal Abluft an. Das ist wirklich nochmal das Planen. Also wir stellen jetzt gerade die Planfläche her, fangen jetzt mit der Außenkontur an. Das Ganze wird mit Hochdruck, mit Öl gekühlt bei der Bearbeitung. Jetzt kommt das Schlichten, was ich gerade gesagt habe. Das sorgt nochmal für perfektes Maß und für die Oberfläche. Ne? Genau. Jetzt kommen die Einstiche für die Schaftdichtung hinten. Wir bohren einmal an. Und stellen jetzt mit einem Bohrer, mit einem Polarmetallbohrer mit Innenkühlung die entsprechende Bohrung her. Ja, man sieht, wie die immer wieder leicht zurückfährt, um den Span zu brechen, ne? Wie man ja, es auch selber so vom vor allem auch, um die Späne aus der Bohrung rauszubekommen. Mhm. Also trotz 10 Bar Öldruck muss man das halt noch machen. Gerade bei dem Heat 2 Material, was auch eine entsprechende Härte hat und auch sehr schwer zu bearbeiten ist. Ah, also man sieht, also man wird es in der Kamera nicht sehen, aber in dem Bohrer kommt auch Öl raus. Genau. So, jetzt stechen wir die ab. Die fällt jetzt in so eine Auffangschale, die jetzt gerade ausgeschwenkt ist. Und wir haben sie fertig und die fällt jetzt hinten aus der Maschine raus. So, jetzt haben wir hier unsere fertige Ventilführung. Ja, so einfach ist es, wenn man die passenden Möglichkeiten hat. Das ist jetzt Einlass? Das ist eine Einlassführung, ja. Weil die ein bisschen dünner ist als diese. Jetzt geht's weiter, noch 5 weitere hiervon. Richtig. 6 für den Auslass. Dann noch die Ringe. Und dann können wir es einsetzen. Perfekt. Wie genau muss so ein Ring von der Tolerierung her sein? Ich sage jetzt mal so auf 5000stel, 100stel im Bereich müssen wir die auf jeden Fall fetten. Okay, krass. Im letzten Teil, wo wir die Führung gemacht haben, sind wir ja schon mal so ein bisschen auf die Fertigung eingegangen. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze nochmal beim Ring an. Ja. Und vielleicht können wir ja so ein bisschen tricksen. Und wir können mal gucken, ob wir vielleicht mal den Kühlschmierstoff teilweise mal ausschalten können, dass man auch mal ein bisschen was in der Maschine sehen kann. So, sehr gut. So machen wir alles. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir drehen jetzt einfach mal den Ring. Machen jetzt einfach mal 39 mm. Klingt einfach. Ist irgendwas anders zwischen Ring und Führung oder prinzipiell fast gleiche Werkstücke?
Also wir haben die gleichen Außenbearbeitungswerkzeuge, wir schrubben eine Außenkontur, schlichten dann aber hinterher, bohren dementsprechend noch halt in unser Rohmaterial, aber im Prinzip sind es fast die gleichen Werkzeuge. Mhm. Okay. Dann brauchen wir das Ganze jetzt nämlich nicht nochmal einmal durchkauen. Wir machen allerdings diesmal, auch wenn man es nicht nachmachen sollte, wir probieren das Ganze mal ohne Kühlmittel. Mhm. Ist es eigentlich Kühlmittel oder Schmiermittel? Oder beides? Beides. Beides. Also wir haben Öl in der Maschine, also wir haben keine Emulsion, sondern Öl, aber es kühlt und schmiert natürlich beides. Also ist für beides dann? Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, Action, lass uns mal so einen coolen Ring machen. Das hat doch hervorragend geklappt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ihr hattet euch ja so ein bisschen mehr Maschinenporn gewünscht. Deswegen haben wir das Ganze jetzt mal getestet, ohne Kühlmittel. Scheint geklappt zu haben. Werkzeuge gleich einmal alle neu machen. Unser Ring ist neu. Jetzt hast du mich ganz verwirrt. Unser Ring ist fertig. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben jetzt in den Folge 6 schon die Taschenreihe gemacht und jetzt können wir den Ring eigentlich einsetzen in den Zylinderkopf. Okay, das heißt als nächstes Ring in den Kopf. Genau. Eine letzte Frage. Kann diese Maschine selbstständig autark laufen? Also kannst du da auf den Knopf drücken und es fällt ein Ring nach dem nächsten aus oder musst du immer daneben stehen? Ihr werdet das wahrscheinlich in der Zeitrafferaufnahme sehen. Wir haben hier so einen Teilegreifer drin. Ich weiß nicht, ob René das noch einmal zeigt. Wir können immer 800er Stangen komplett aufbauen. Also 800 cm Stangen können wir mal komplett bauen. Millimeter. 800 Millimeter, ja. Okay, weil kein Stangenlader dran ist, das heißt, alle 800 mm Stangen musst du immer wieder nehmen. Wie viele Ringe sind das ungefähr? Ja, jetzt bei einer Höhe von 10 mm kriegt man da schon einige Ringe raus. Okay, ja, cool. Jetzt geht's weiter. Weiter geht's am Zylinderkopf. Erstmal wurde ich von René gerade hingewiesen, ihr kriegt kein Maschinenporn, sondern einen Maschinenzeitraffer. Aber immerhin etwas. So, Tim, unser Sitzring. Theoretisch müsste dieser Sitzring, so wie hier, jetzt hier rein. Mhm, genau. Praktisch können wir das leider nicht zeigen, weil das ist eins der wenigen Betriebsgeheimnisse, wie der hier reinkommt, welches wir auch wahren müssen. Ja, genau. Das heißt, er ist jetzt einfach drin und fertig. Der ist jetzt einfach drin. ja, wir haben ja einen eingesetzt schon. Und du wolltest jetzt ein bisschen über die Kontur. Genau, also falsch. Ich wollte eigentlich gar nichts, sondern wie wäre denn jetzt der nächste Schritt? Wenn jetzt alle Ringe in diesem Kopf drin wären, würde es wie weitergehen? Der logische Schritt wäre, dass wir die Sitzringe alle schneiden würden. Mhm. Schneiden oder fräsen, je nachdem. Aber man sagt schneiden. Was genau wird da gemacht? Nur so, wir wollen das jetzt nicht zu tief thematisieren, da gehen wir später drauf ein. Ich habe das Ding hier hingeschmissen. Das Teil ist schon uralt, aber immer ganz cool, um irgendwas so ein bisschen zu veranschaulichen. Hier ist der Sitzring. Hier in diesem Fall ist es ein Stahlsitzring, ein originaler. Und der dichtet mit dem Ventil zusammen ab, den Brennraum. Das heißt, hier ist der Einlasskanal, Brennraum. Das Teil öffnet und schließt, hier oben über beziehungsweise hier unten über die Nockenwelle betätigt. Und das Ding muss erstmal dicht werden über einen 45-Grad-Winkel. Mhm. Um so simpel wie möglich zu halten. Okay, das heißt, Sitz schneiden, übertrieben gesagt, einfach nur den Sitz anpassen auf das Ventil. Mhm. Das zeigen wir euch aber später, mhm, weil jetzt würde ich mich gerne erstmal mit der Thematik Ventile aufhalten. Mhm. So, weil wahrscheinlich vom Sitzring abhängig ist auch immer das Ventil. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal darauf ein. Wir fangen mal auslassseitig an. Das ist unser altes Originalventil. Wir wollen bei dem VR-Kopf größere Ventile reinmachen. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt die Sitzringe rausmachen. Weil in den Originalsitzring würde das größere Ventil schon gar nicht mehr reingehen. Genau, original sind 34,2 mm verbaut und wir gehen dann auf ein 36er. Das heißt, wenn man das jetzt hier draufstellt, das Originalventil, sieht man, wie es schon deutlich kleiner als der eigentliche Sitzring ist. Würde das so funktionieren? Also könnten wir den Sitzring jetzt auch auf dieses Ventil schneiden? Ja, klar. Würde auch gehen. Also ist nicht schlimm, wenn es drumherum freistehend im Rennraum ist. Nee, man würde es vermeiden, weil gerade beim VR6 natürlich der Steg in der Mitte dünn wird. Mhm. Also das, wenn ich die Wahl hätte, würde ich den Ring natürlich möglichst klein wählen, um viel Fleisch noch drumherum zu behalten. Mhm. Das heißt, das Ventilmaß schlägt 5/10 ungefähr drauf für die Außenkorrektur und das ist dann normalerweise das Maß für die Sitzringe. So, wir verbauen aber dieses größere Ventil von der Firma Superdeck. Genau. Das ist wie viel größer?
1,8 mm. 1,8 mm größer. Okay, nochmal für alle Zuschauer. Viertaktmotor hat immer Einlass- und Auslassventile, einfach um die Gase im Brennraum reinzukriegen und wieder rauszukriegen. Das heißt, die Ventile übernehmen einfach die Funktion, eigentlich wirklich nur den Kanal zu öffnen und zu schließen. Ja. Wie der Name schon sagt, ein Ventil halt. Wo kommt es denn jetzt bei so einem Ventil an? Also wir fangen einfach mal bei der Auslassseite an, weil Auslass und Einlass ist immer noch mal ein kleiner Unterschied. Mhm. Und ich würde sagen, du erklärst uns einfach mal, wo es bei den Ventilen drauf ankommt. Mhm. Und welche Möglichkeiten wir haben, was man machen kann. Weil wir sind ja immer noch dabei, eigentlich einen Performance-Kopf zu schaffen. Ne? Ja. Und letztes Mal sind wir schon auf das Material eingegangen und haben euch gezeigt, was man am Material machen kann. Und das wird wahrscheinlich beim Ventil ähnlich sein. Ich wollte gerade sagen, das ist da theoretisch schon wieder genau dasselbe. Also neben der Größe, die hast du angesprochen, was offensichtlich ist, man setzt das größere Ventil ein, um mehr Öffnungsquerschnitt, also mehr Durchfluss zu erzielen. Mhm. Dabei ist das Verhältnis Einlass zu Auslass natürlich auch recht spannend und auch durchaus unterschiedlich zwischen einem Sauger und einem Turbomotor. Mhm. Und bei den Ventilen... es gab eine Zeit lang oder früher Natrium gefüllte Ventile, ist heute fast sehr, sehr fast ausgestorben, gerade in diesem Performance-Sektor. Da geht man einfach auf eine hochtemperaturfeste Stahllegierung, was jetzt in diesem Fall ein Inconel bzw. Mnemonic-Ventil ist. Das ist eine Handelsbezeichnung. Die Legierung, die dahinter steckt, ist dieselbe. Okay, das heißt, ich unterbreche einmal kurz. Ja. Natrium gefüllt. Hm. Was genau heißt das? Da, ich habe wirklich mich auch immer mein Leben lang immer so gehört, aber nie so wirklich. Nie so einer mal so richtig erklärt, was es eigentlich ist. Das Natriumventil, das Natriumgefüllte, ist innen hohl. Wenn man das jetzt aufschneiden würde, dann würde man sofort das Natrium da, sage ich mal, durch die Reaktion an der Luft bzw. den Sauerstoff da rauskommen sehen. Das ist innen hohl. Da ist Natrium eingebracht. Dieses Natrium verflüssigt sich, sobald der Motor und das Ventil warm wird. Mhm. Und hat dann den Effekt, weil es soll die Temperatur aus dem Ventil ableiten. Das heißt, es wird innen flüssig und mit dem Öffnen und Schließen wird es hoch und runter hin und her geschleudert und die Temperatur wird dadurch quasi herausgebracht aus dem Ventil, abtransportiert. Ah, wieder was gelernt hier. Nur die sind halt sehr schwer, die sind recht klobig und schwer. Man sieht das hier das schon. Das Original V6-Ventil ist ein Natrium gefüllt? Das ist kein Natrium gefüllt. Kein, ne? Ich weiß aber zum Beispiel, RS4-Original hat das. Mhm. Ich habe doch hier irgendwo was mitgebracht. Ja, das ist noch alles super tech. Okay. Das heißt, erster Punkt ist Material. Natrium gefüllt, ganz normales Stahlventil. Mhm. Und dann gibt es immer noch diese Upgrade-Version aus einem hochfesten, wärmehochfesten Inconel-Material. Ne? Das ist auch die Variante, wie ich bei mir in der Limo fahre. Das ist die Variante, wie man eigentlich am besten immer fährt. Du kannst ja auch beim Sauger, klar, einbauen. Auf der Auslassseite? Auf der Auslassseite. Weil da halt einfach die Temperatur ist. Warum ist die Temperatur auf der Auslassseite? Recht einfach. In dem Moment, wenn die Verbrennung herrscht, sind ja erstmal beide Ventile geschlossen. Dann kommt allerdings der, wie heißt es im Fachjargon, Auslasstakt, wo die heißen Abgase aus dem Auslasskanal wieder rausgehen. Und dabei steht das Auslassventil logischerweise offen und wird somit thermisch mehr belastet als das Einlassventil. Ne? Zweiter Punkt ist, sieht man hier auch gut, ist unterschiedliche Form vom Ventil. Ne? Mhm. Das originale Auslassventil ist natürlich gerade in dem Bereich, welcher im Kanal drin steht, relativ dick gebaut. Wahrscheinlich mit einem festeren Material kann man das deutlich dünner gestalten. Mhm. Ne? Letzter Punkt bei den Ventilen ist wahrscheinlich punkto Gewicht. Ja. Man darf immer nicht vergessen, 7000 Umdrehungen pro Minute geht so ein Ventil also, weil es nur jede zweite Umdrehung auf und zu geht, 3500 Mal die Minute auf und zu. Das ist schon ziemlich schnell. Das heißt, da ist jedes Gramm eigentlich entscheidend. Ja. Somit wäre es natürlich total toll, wenn es Ventile gibt, die mehr können, aber leichter sind. Ja. Gucken wir uns das nochmal an. Das ist einmal original mit 74,7. Das schwarze ist eine Edelstahllegierung, beschichtet, für Saugmotoren super gut. Mhm. Ist dieselbe Größe, wo man sofort sieht, das ist natürlich vom Gewicht her massiv ein Unterschied, massiv leichter. Mhm. Da reden wir ja fast von 20%. Genau, das hier ist jetzt unser größeres, was trotzdem noch leichter ist als das Serienventil, trotz des 1,8 mm größeren Tellers unten. Das heißt, wir haben ein größeres Ventil, belasten aber den Ventiltrieb eigentlich nicht mehr. Mhm.
Okay, jetzt kommt natürlich nochmal der Punkt dazu, wir wollen natürlich mehr Drehzahl und so weiter fahren, das heißt, das Ventil geht öfter auf und zu. Mhm. Thema Ventilfedern, nochmal wieder ganz anderes Thema, das kommt, würde ich sagen, ganz zum Schluss für den Kopf zusammenbauen. Mhm. Können wir machen. Okay, cool. Das war die Auslassseite. Einlassseitig haben wir genau das gleiche natürlich nochmal in grün. Originale Einlassventil, ist schon mal immerhin ein bisschen filigraner gebaut, ne? Mhm. Original, geht aber trotzdem noch filigraner und auch wieder größer. Ja, du kannst da, dadurch, dass die Temperaturbelastung nicht so hoch ist, den Schaft halt ein bisschen verjüngen. Man sieht das, ich glaube, der ist auf 6 reduziert. Das ist halt normal ein 7er Schaft und der ist hierbei auf 6,30 nochmal reduziert, um einfach hier nochmal ein bisschen mehr Gewicht zu sparen. Das ist der Teil, der im Kanal frei steht. Und wenn man es genau nimmt, ist es quasi auch ein vergrößerter Öffnungsquerschnitt durch den schlankeren Schaft, der ja bei voller Öffnung kann man ja vom offenen Sitzring, vom Querschnitt immer noch den Querschnitt des Schaftes abziehen. Das heißt, auch da kriegt man nicht nur das Gewicht, sondern den Öffnungsquerschnitt einfach nochmal einen Mühe mit nach oben. Kannst du pauschal ungefähr den Zuschauern erklären, wie groß die Effekte bei so einem Kopf durch Ventile sind? Also jetzt als Beispiel Kopfbearbeitung und Ventile, wie das Verhältnis da so ist, was nachher an mehr Performance bei rauskommt. Du meinst an Durchsatzsteigerungen quasi, die möglich sind. Grundsätzlich ist wir machen ja Sitzring noch. Das ist eigentlich das, was noch viel, viel krasser ist von der Auswirkung her. Man kann mit so einem Ventilteller furchtbar viel verkehrt machen, das erstmal vorab. Viele bearbeiten sich Serienventile und fangen an, das dünner zu schleifen oder reduzieren den Radius hier unten. Mhm. Und das geht oftmals von der Strömung ganz, ganz böse nach hinten los. Das heißt, andersrum gesagt würde ich sagen, man sieht an dem Einlassventil, ich gehe mal auf das weiße Blatt Papier, an dem neuen, dass hier ein zweiter Winkel noch angeschliffen ist. Mhm. Man sieht den so ein ganz bisschen, der ist mit beschichtet. Das heißt, der hat schon mal einen zweiten Winkel angearbeitet im Vergleich zu dem Original. Der hat halt hier noch ist ein bisschen dunkler, auch eine relativ scharfe Kante. Du kannst also mit dieser Formgebung in Zusammenarbeit mit dem Kanal und dem Sitzring kannst du unglaublich was rausholen. Oder du kannst auch mit einem Ventil unglaublich viel verkehrt machen. Mhm. Verstehe. Okay. Das heißt, lässt sich schwer jetzt einfach so pauschal sagen, was es so bringt. Kommt wahrscheinlich auch immer aufs Originalventil drauf an. Genau, und es ist immer so, wenn Leute fragen, wie ist denn eine optimale Sitzringform? Die gibt es nicht. Die gibt es immer speziell für einen Typ Kopf, also für einen Kanal, für eine Brennraumfirma, für ein Ventil. Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, ja, wechsel auf dieses Teil und du hast dann 3% Flow, wie auch immer, gewonnen. Ja, ne. Okay, das heißt, abschließend kann man eigentlich sagen, zum Thema Flow und so weiter gehen wir im nächsten Teil darauf ein, wenn wir uns mit dem Thema Schneiden beschäftigen. Mhm. Da kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr zeigen und so weiter. Ja. Wichtig bei Ventilen ist aber wahrscheinlich eher die Temperaturresistenz und so weiter. Ja. Und halt überhaupt, dass sie größer sind. Ne? Ja. Weil in dem Fall wird größer wahrscheinlich immer besser sein. Nicht immer, aber auch fast immer. Ja. Ich habe es bei mir bei Limo extrem gemerkt, als wir die Auslassventile vergrößert haben, ist zum Beispiel das Ansprechverhalten in Bezug auf Turbolader deutlich besser geworden. Ja. Das ist zum Beispiel ein so ein Nebeneffekt, den man, glaube ich, definitiv dabei hat. Mhm. Aber auch da würde ich sagen, gehen wir nochmal am Ende darauf ein, wenn es wirklich um die Performance geht. Mhm. Flowbench und so weiter. Und dann, ja. So, als nächstes werden alle 12 Ringe eingesetzt und dann werden wir im nächsten Teil die Sitze schneiden, würde ich sagen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.